So, dafür müssen wir ins Büro. Und öffnen den Safe. Mal sehen. 101, 999, 57. Genau. Und wir nehmen den Vertrag. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Gut. Jetzt haben wir den Vertrag, den muss Edison allerdings noch unterschreiben. Also Dr. Fred. Und der ist jetzt vor der Steuerfahndung, wird er festgehalten. So. Erst einmal tauschen wir jetzt aber die... Die Engländer kommen. Hä? Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. So, wir haben jetzt die Pistole ausgetauscht. Jetzt holen wir uns noch eine Zigarette. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Nette Zigarren? Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Noch eine Zigarre? Aus den besten... Ja, okay. Stellen wir das mal nicht in Frage. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Aha. Ich verstehe das nicht. Genau. Selbstzufrieden grinsen. Und wir haben eine Zigarre. Gut. Wir haben die Zigarre und die Pistole, die beide an Hoagie gehen jetzt. Denn wir wollen etwas Unverantwortliches machen. Wir müssen nämlich George Washingtons Zähne loswerden. So. Gut, benutze das hier mit... Genau. Holen wir es bei Hoagie aus der Toilette raus. Und auch die Zigarre. Und wenn wir dabei sind, gleich auch den Vertrag. Ach nee, den Vertrag, den muss Fred ja erst unterschreiben. So. Damit gehen wir jetzt erstmal wieder zurück in das Gasthaus zum Präsidenten, also zu George Washington. Und ja, darum müssen wir uns auch noch kümmern, um die Kutsche. So. Öffnen wir erstmal die Türe. Und benutzen den Wassereimer, also den Eimer mit der Wasserpumpe. Genau. Genau, so bekommt man ganz leicht Wasser. So. Seife haben wir leider immer noch keine. Aber ich glaube, die bekommen wir von der Putzfrau. Genau, da fällt mir es doch gerade noch ein. Nehmen Seife. Geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. Da müssen wir ein härteres Kaliber auffahren, um an die Seife zu kommen. Nämlich das Bett richtig verunglimpfen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Genau, jetzt braucht sie eine ganze Weile, um das Bett sauber zu machen. Also nehmen wir die Seife. Und benutzen die Seife mit dem Wasser. Das Wasser ist jetzt seifig. Genau. Denn jetzt können wir noch das miteinander... Nichts zum Saubermachen da. Nö, können wir nicht kombinieren. Aber ich glaube, das müsste jetzt reichen, um die Kutsche zu putzen. Genau, ordentlich die Kutsche einseifen. Und jetzt das super tolle Klischee, wenn man das Auto wischt. Genau, wenn man ein Auto wischt, dann fängt es an zu gewittern. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Genau. Und Franklin haut ab. Hey, Ben! Oh, du bist es.
Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Also ja, was für ein Genie. Also ja, sein Pappdrache hält im Sturm nicht stand. Da müssen wir erstmal für Abhilfe sorgen. Aber erstmal haben wir noch andere Sachen zu tun. Okay, wir geben jetzt hin erstmal mit Washington wieder, weil jetzt hat er einen Kirschbaum vor der Nase. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Ja, wir müssen ihn jetzt provozieren, diesen Baum zu fällen. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Washington hat immer seine Axt dabei und mit einem Schlag weg. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuchst du zu verstehen? Ich stecke hier fest in diesem... Baum weg, Laverne frei. Dong. Jetzt steckt sie im Boden fest. Voila! Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. So. Jetzt haben wir Laverne freigeschalten. Also jetzt können wir auch zu ihr springen, weil sie nicht mehr im Baum gefangen ist. Das machen wir aber später dann. Erst einmal will ich dafür sorgen, dass George Washington friert. Weil wie gesagt, das Feuer wird erst angemacht, wenn George friert. Also, geben wir ihm eine Zigarette. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Genau. Einmal dem Präsidenten Feuer geben und gleich macht's. Na, schmeckt gut, hä? Gleich macht's. Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Ja, und jetzt geben wir George die falschen Klapperzähne. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam, vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal, dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. 2 Stunden später brennt endlich das Feuer. Und... Du großes Baby. So, und Jefferson, John Hancock freut sich darüber, dass es warm ist. Also können wir die Decke haben. Oder? Hallo. Hallo. Besser jetzt mit dem Feuer? Nettes Bild von einem Truthahn. Nettes Bild von einem Truthahn. Schön, dass du so denkst. Die Wahl des Nationalvogels steht auf der Tagesordnung unseres Kongresses. Ich dachte, der Nationalvogel sei der Adler. Ich dachte, der Nationalvogel sei der Adler oder so etwas. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Nun, es gibt da 2 verschiedene Meinungen zu dem Thema.
Ben Franklin und ich sind für den Truthahn, während Jefferson und Washington einen Adler haben wollen. Aber Franklin ist ständig draußen und spielt mit seinem Spielzeug, anstatt uns zu helfen. Also steht es 2-1. Ja, super. Was ist so toll an einem Truthahn? Was ist so toll an einem Truthahn? Sie haben uns beim Überleben geholfen, seit wir einen Fuß an Land setzten. Sie stehen für die Dankbarkeit, dass wir hier leben dürfen und für den Fortschritt. Außerdem sind sie süß. Ja, ganz süß, die kleinen Gobbler. Was stimmt mit dem Adler nicht? Zum einen ist es ein Raubvogel. Ich glaube nicht, dass das zu uns passt. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel? Häuslichen Fehl. Etwas über die nationalen Schulden rausfinden. Etwas über die nationalen Schulden rausfinden? Schulden? Das ist ein erfolgreiches Land. Wir haben keine Schulden. Aha. Gut. Noch nicht. Was ist mit dem Vogel über dem Was Kamin? Was ist mit dem Vogel über dem Kamin? Oh, das ist ein Frühwarnsystem. Es ist genial. Der Vogel ist trainiert, die Glocke zu läuten, wenn er Rauch riecht. Dann wissen wir, dass das Haus brennt und können abhauen. Warum reagiert der Vogel nicht auf den Kamin? Warum reagiert er nicht schon auf den Kamin? Ich glaube, das liegt daran, dass der ganze Rauch oben durch den Schornstein geht. Okay, und wer hat sich das ausgedacht? Wahrscheinlich Franklin. Wer hat sich das ausgedacht? Red Edison, der Besitzer dieses Gasthauses. Und wer füttert den Vogel? Wer füttert den Vogel? Eigentlich macht es niemand. Er füttert sich selbst. Es ist eine spezielle Züchtung, die ihre Nahrung selbst produziert. Das spart Zeit. Ich denke, in der Zukunft werden alle einen haben. Aha. Toll, oder? Besser mit dem Feuer? Jetzt mit dem Feuer? Viel besser, danke. Meine Zähne waren schon am Zerbröseln und die Decke hat es auch nicht gebracht. Ich muss gehen. Tschüss. Okay, wir haben die Decke und jetzt müssen wir die Leute aus dem Raum kriegen. Und wie wir gerade erfahren haben, haben wir hier einen Vogel. Falscher Weg. Haben wir hier einen Vogel, ja, der Alarm schlägt, wenn er Rauch riecht. Das Problem ist, der gesamte Rauch vom Kamin geht über den Kamin eben hinaus. Deswegen gehen wir den Weg hier nach oben. Wieder raus aus dem Fenster. Unterdessen. Das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so. Gusseisen. Also ja, der hat uns gerade einen Hinweis darauf gegeben, dass er... Wo kann man das Haus auch verlassen? Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Okay, können wir die Decke schon wieder wegnehmen? Nee, die könnte sich entzünden. Nö, also lassen wir... Das ist von einem Bett blockiert. Lassen wir die Decke, wo sie ist. Und gehen erstmal hier runter. Jetzt können wir uns nämlich das Gold, die Goldfeder schnappen. Solange die Jungs nicht im Zimmer sind. So, zur Tür. Und die Goldfeder nehmen. Ah, die Verfassung haben sie jedoch gerettet. Cool. Ja. Ein Loch im Fenster. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. So. Gut, an dieser Stelle speichere ich erstmal wieder. LP02.
Und dann gibt es jetzt erst einmal einen Cut. Also, bis dann.